Und ja, Jean-Paul Belmondo muss sich sicherlich keine Sorgen um seine Altersvorsorge machen. Dabei für die meisten ist das schon ein sehr heikles Thema. Denn die Zeiten, wo der Staat wirklich für eine sichere Rente gesorgt hat, die sind vorbei. Wie wird uns immer schön gesagt? Selbstvorsorgen. Ne? Machen Sie das bitte, kümmern Sie sich mal selbst darum. Und was man da so machen kann, darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Sandra Klug, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Hamburg. Schön, dass Sie heute da sind. Hallo. Vielen Dank. Hallo, Frau Klug. Was ist denn das richtige Alter, um sich mal um die Altersvorsorge zu kümmern? Also sagen wir mal, so in unserem Alter jetzt um die 40, Arne und ich, wäre das schon zu spät? Ist das im noch jugendlichen zu früh? Alter. Ja, was ist denn der richtige Zeitpunkt? Also früh genug kann es im Grunde gar nicht geben. Also zumindest dann, wenn man mit der Berufsausbildung fertig ist, sollte man sich die ersten Gedanken machen. Aber auch im fortgeschrittenen Alter, mit 50 oder Mitte 50, ist es noch nicht zu spät. Ja, das beruhigt ja schon mal. Naja, die Versorgung haben wir noch ein bisschen Zeit. Aufgrund Ihrer Erfahrung jetzt auch in der Verbraucherzentrale, beschäftigen sich die Leute rechtzeitig mit dem Thema Altersvorsorge? Manche ja, für einen Großteil kommt es dann erst spät, weil andere Prioritäten da sind. Familie gründen, Kinder bekommen, Haus bauen und manchmal kommt die Altersvorsorge dann ein bisschen zu kurz. Ja, jobben im Alter oder eben rechtzeitig vorsorgen als vielleicht bessere Alternative. Wir sprechen mit Sandra Klug von der Verbraucherzentrale. Frau Klug, wenn wir mal so ein Durchschnittsbeispiel nehmen. Mhm. Durchschnittsverdiener, der vielleicht 2600 Euro hat, der erhält dann nach 30 Jahren 824 Euro Rente im Monat. Wenn wir jetzt mal auf die Preissteigerung gucken und die Steigerung der Lebenshaltungskosten, da kann ja kaum noch jemand wirklich... Viel mitmachen, ne? Nee, das reicht nicht. Also es reicht nicht, um seinen Lebensstandard halten zu können, schon mal gar nicht. Aber auch überhaupt, um existieren zu können, ist das sehr knapp, ja. Die Preissteigerung beträgt ja wie viel pro Jahr? Man sagt so, alle 25 bis 30 Jahre halbiert sich die Kaufkraft. Oder so, ja. Also 1000 Wahnsinn. Euro heute sind in 30 Jahren, kriegt man Gegenwert von 500 Euro. Mhm. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Hier in unserem Filmbeispiel ist es ja so, dass die Frau es jetzt so ein bisschen bereut, dass sie sich die Rente früh hat auszahlen lassen, jetzt wirklich im Alter schauen muss. Ist das mit der knappen Rente häufig vor allem ein Frauenproblem? Ja, es kommt auch bei Frauen vor, aber auch sehr häufig bei Selbstständigen. Also Leute, die eben nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und dann aus verschiedensten Gründen selber nicht vorgesorgt haben oder nicht ausreichend vorgesorgt haben. Was kann ich denn jetzt tun, damit ich rechtzeitig vorsorge für mein Alter, wenn man natürlich auch die unterschiedlichen Lebensphasen mal so betrachtet, in denen man sich jetzt befindet? Man fängt gerade an zu arbeiten, da hat man ja zum Beispiel nicht viel Geld, um was zurückzulegen. Nee, wenn man gerade anfängt zu arbeiten, dann geht es erstmal darum, alle existenziell bedrohlichen Risiken abzusichern. Eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Wenn man eine Familie gegründet hat, vielleicht noch eine Risikolebensversicherung. Und wenn dann noch Geld übrig ist, dann kann man gucken, ob man andere Altersvorsorgeprodukte wie Riester oder betriebliche Altersversorgung macht. Mhm. Dann gibt es so die zweite Phase, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, häufig dann eben auch eine Familie mit durchfüttern muss, aber dann kommt eine Immobilie bei vielen dazu. Auch eine Immobilie ist eine Form von Altersvorsorge, also das darf man nicht außen vor lassen. Genau, und dann gibt es immer die dritte Phase im Grunde, wenn die Kinder aus dem Haus sind und dann vielleicht wirklich ein bisschen mehr Geld da ist. Jede Phase erfordert, dass man mal Revue passieren lässt. Wie sieht der Ist-Stand gerade aus? Was habe ich? Was brauche ich? Was kann ich verändern? Ja, wo erfahre ich das denn zum Beispiel, dass man sagen kann, jetzt, wenn ich jetzt sage, Mensch, jetzt die Kinder sind gerade aus dem Haus, man ist jetzt vielleicht so Ende 50, Anfang 60, sagt so, Schatz, jetzt legen wir beide mal los. Wie kann ich da erfahren, wie sieht es überhaupt denn aus fürs Alter? Also Hilfe bekommt man bei der Verbraucherzentrale. Dort kann man rechnen, wie sieht die Versorgungslücke überhaupt aus? Was kann man überhaupt sparen monatlich oder wie viel muss man sparen, um sie schließen zu können? Bei Finanztests gibt es auch Hilfe und da kann man sich informieren. Man sollte so ein bisschen vorsichtig sein, zu seiner Hausbank zu gehen, weil die natürlich gerne einem auch noch wieder was verkaufen wollen, was man vielleicht eigentlich gar nicht braucht. Ja, und über das Thema Altersvorsorge wird auch bei uns auf der Facebook-Seite, Frau Klug, heftigst diskutiert. Da hat zum Beispiel Katrin Anton geschrieben, also sie hat noch so ungefähr mindestens 22 Jahre bis zur Rente und vermutet, dass bis dahin sowieso das Renteneintrittsalter nochmal angehoben wird. Und sie sagt, selber vorsorgen kann ich nicht. Das ist sonst zum Leben zu wenig und das reicht nie zu einer privaten Vorsorge. Was würden Sie dieser Dame jetzt raten? Was kann die tun? Also erstmal könnte man eine Bestandsaufnahme machen. Was hat sie überhaupt? Vielleicht hat sie auch die ein oder andere teure Versicherung, wo man durch einen Versicherungswechsel schon Geld sparen könnte. Dann wäre in dem Fall zu gucken, ob vielleicht doch eine Riester-Rente bei ihr sinnvoll wäre. Sie scheint
nicht so viel Geld zu verdienen. Vielleicht hat sie Kinder und würde Kinderzulagen bekommen. Und da kann man auch mit sehr, sehr wenig Aufwand schon was für die Altersvorsorge machen. Vielleicht erklären wir gerade noch mal den Begriff Riestern. Es wabert ja so viel durch die Gegend, Rürup-Riester und so weiter. Sie sagen, empfehlen in dem Fall eventuell zu Riestern. Das bedeutet? Riester bedeutet, dass man 4% aus seinem Bruttoeinkommen sparen muss, um die volle Förderung zu erhalten. Die volle Förderung heißt eine Grundzulage von 154 Euro für jeden Erwachsenen. Und für jedes Kind, für das man auch Kindergeld bekommt, bekommt man 185 Euro. Beziehungsweise für Kinder, die nach 2008 oder ab 2008 geboren wurden, 300 Euro pro Jahr dazu. Wenn also die Dame vielleicht nur 500 Euro oder 1000 Euro brutto verdient und zwei Kinder hat, dann muss sie nur noch einen Sockelbetrag von 60 Euro im Jahr bezahlen, um die Grundzulage von 154 Euro für sich selber und zweimal 185 für die Kinder vielleicht zu bekommen. Das heißt also, sie kriegt bummelig 500 Euro pro Jahr an Zuschüssen dazu, muss aber nur 60 aufwenden aus eigener Tasche. Und das wird auch die Dame schaffen. Und rein spekulativ, kann man dann irgendwie sagen, ja, nach so und so vielen Jahren hätte denn Katrin Anton, hätte denn so und so viel, würde denn da am Ende rauskommen? Kann man das so sagen? Das kann man natürlich hochrechnen, klar. Und man erreicht nur Annäherungswerte. Also man kann es wirklich nicht auf Heller und Pfennig sagen, weil man nicht weiß, wie die Entwicklung der Zinsen ist, wie die Rendite tatsächlich unterm Strich aussieht. Aber das kann man hochrechnen, ja. Es ist ja auch so, wir haben das Thema schon gesagt, so die Rente allein ist nicht mehr sicher, sollte man sich nicht darauf verlassen. Und Sie haben uns ja so ein kleines Modell mitgebracht. Können Sie uns mal kurz erklären, was das ist, bitte? Also das Dreieck bildet die Altersvorsorge ab. Die Basis, das Breite unten, ist eben die gesetzliche Rente. Und der zweite Baustein, die Mitte, das ist die geförderte Altersvorsorge. Dahinter verbirgt sich eben eine Riester-Rente oder betriebliche Altersvorsorgeprodukte, die bei manchen angeboten werden. Und obendrauf kommt das, was man eben privat angespart hat. Das kann wirklich Bargeld sein, das kann auch eine Immobilie sein, die man bezahlt hat. Das alles zusammen bildet die Altersvorsorge. Also Altersvorsorge ist auch nicht nur die Rente, die dann wirklich aufs Konto kommt, sondern alle Vermögenswerte, die man hat. Egal, ob man eben eine Immobilie hat oder Gold im Garten vergraben oder teure Uhren. Und die Pyramide wird so gebildet, dass das auch anteilsmäßig die Anteile sein soll, die den Grundstock bildet sozusagen. Das ergibt sich automatisch alleine durch die Beiträge, die in die gesetzliche Rente eingezahlt werden, die natürlich im Verhältnis deutlich größer sind als das, was in dem Bereich aufläuft. Riestern haben wir jetzt gesagt, ist hier dabei. Dann reden auch viele über Rürup und sagen, was verbirgt sich noch mal, sich dahinter nochmal? Also Rürup hat man als Basis für Selbstständige gedacht. Das heißt also auch, dass Selbstständige eine Art Basisrente bekommen. So nennt man es auch, Basisrente. Das ist ein Produkt, was wir nicht besonders gelungen finden, denn diese Renten sind erstmal in der Ansparphase nicht kündbar, nicht übertragbar, nicht beleihbar und nicht vererbbar. Also das Geld ist im Grunde erstmal weg. Man kann es vererbbar machen, indem man Bausteine dazu kauft. Das wiederum schmälert sehr die Rendite. Abgesehen davon sind diese Produkte mit sehr, sehr hohen Abschluss- und Verwaltungskosten belegt, sodass die Renditen da sehr, sehr gering sind. Früher hat man sich ja auch seine Lebensversicherung gerne irgendwie in dem Fall der Altersvorsorge verlassen. Was halten Sie davon? Genau, also im Grunde ist das ähnlich wie bei den Rürup-Produkten. Das sind nichts anderes als Lebens- bzw. Rentenversicherungen. Man hat wahnsinnig hohe Abschlusskosten. Also man kann sich vorstellen, wenn man so etwas abschließt, die ersten 2-3 Jahresbeiträge sind nur Abschlusskosten. Und dann kommen Verwaltungskosten dazu. Die betragen, ich sag mal, zwischen 8% und 15% der Jahreseinsparsumme. Und das ist einfach enorm teuer und lohnt sich nicht. Sie haben es ja jetzt schon gesagt, also bei einigen Versicherungen, also die ersten Jahre zahlt man nur rein und da bekommt man nichts heraus. Gibt es denn, würden Sie sagen, so eine Altersgrenze, dass man sagt, also wenn man so und so alt ist, bis dahin ist das noch was, bis dahin bringt das noch was, da habe ich im Alter noch was und sagt, okay, ab da sollte man sich anders orientieren? Also grundsätzlich sparen ist nie verkehrt, egal wie alt man ist. Und auch so einen Riester-Vertrag kann man durchaus noch mit Mitte 50 abschließen. Dann hat man ja auch immer noch über 10 Jahre zu arbeiten. Da kommt schon noch was zusammen. Kommt einfach auf die persönliche Situation an. Ganz oben ist das ja auch dieses Privatvermögen. Da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, ne, so spare in der Zeit, dann hast du was in der Not. Gibt es so eine Faustformel, an die man sich vielleicht halten sollte, so und so viel Prozent jeden Monat auf die hohe Kante legen, das wäre das Richtige? Ja, also da gibt es in der Literatur natürlich viel. Man sagt, zwischen 8% und 10% vom Bruttoeinkommen auf die hohe Kante liegen, also jetzt aber inklusive geförderter Altersvorsorge, das würde dann reichen. Also erstmal ist das verdammt viel, das kann kaum einer aufbringen. Und
ja, zweitens, ob das dann wirklich reicht, das können wir erst hinterher beurteilen. Ja, haben Sie noch kurz einen Tipp, woran kann ich erkennen, ob mich jemand seriös berät und wie erkenne ich schwarze Schafe, was das ganze Thema angeht? Ja, also grundsätzlich ist, wenn jemand wahnsinnig große Versorgungslücken rechnet, dann möchte der eigentlich gerne einen Vertrag loswerden und baut dadurch Druck auf. Die gibt es natürlich im Einzelfall schon, aber da muss man schon vorsichtig sein. Überhaupt, wenn Druck aufgebaut wird, nur noch heute abschließen, sonst kriegen Sie die guten Konditionen nicht mehr oder solche Dinge, davon sollte man bloß die Finger lassen. Ganz also, wichtig, aus lauter immer, Angst neigt genau. man ja vielleicht doch dazu, sich da einschüchtern zu lassen. Ne? Ja, also damit wird wirklich Angst geschürt, damit man schnell zum Vertragsabschluss kommt, durchaus. Und sich alle Unterlagen geben lassen, alles in Ruhe durchlesen. Jemand, der seriös ist, gibt ohne Probleme das Kleingedruckte raus. Aber ob das dann das richtige Produkt ist, das ist immer noch die zweite Frage. Auf jeden Fall, man soll sich informieren. Und wir haben es ja schon gesagt, es ist nie zu spät zum Sparen.